Müsste hier nicht noch irgendwo ein Ding sein? Nein, lass dir mal die Mauern in Ruhe, greif die Tempel an. Eigentlich müsste doch hier noch irgendwo sowas sein wie eine Festung, die es Platz machen will. Ach ja, ich habe sie gefunden. Hier direkt drauf, bitte. Hier direkt drauf. Oh, die zwei Hydra halten auch nicht mehr so lange aus. Die Festung einreißen. Hier sammeln. Der Milizsoldat muss weg. Der Tempel wird eingerissen. Die Festung sollte das so eigentlich gar schaffen. Ich kann bloß nicht hier direkt Leute durchschicken, weil wir dann erstmal hier quasi Leute auf Position schicken müssen, die hier dann schauen, dass die Leute nicht attackiert werden. Ja, aber schauen wir, wie das geht. Genau, ihr 8. Ach, schau, da werden wir sogar direkt hier unten schon angegriffen. Goldkoloss, der macht das. Oder unser Goldkoloss. Minotaur könnte ich mir auch mal wiederholen. Einfach nur mal, damit er auch effektiv gegen andere Einheiten ist, weil der Koloss ist, glaube ich, soweit ich weiß, mehr so die Belagerungseinheit gewesen. Kann Bäume verschlingen, genau, das wissen wir ja schon. Genau, Schmetterangriff, Belagerungsangriff, Und Schmetterangriff machen auch mythische Einheiten an Gebäuden, interessant. Moment, hört mal hier auf, einfach durch die Gegend zu laufen. Genau, der muss weg. Du gehst auf den, du gehst auf den. Wie gesagt, wir müssen jetzt bloß diese Truppe noch halbwegs gut durchbringen. Hier scheint alles vorbei zu sein. Das heißt, ihr könnt vorauslaufen und der Rest schleicht sich hinterher. Der arme Koloss, was ist denn hier los? Ach, jetzt habe ich den Falschen losgeschickt. Ich wollte, dass die Hydra alle tötet, weil dann kann er die hier noch ein paar Köpfe sich wachsen lassen. Oh ja, da wächst auch schon der dritte Kopf. Und mit jedem Kopf kommt natürlich auch mehr Schaden dazu. Und das sind schon 4 Köpfe an der Hydra dran. Achso, ja klar, die Sache mit den Wellen habe ich jetzt auch vergessen. Lasst hier mal bitte die Wellen in Ruhe. Wir gehen jetzt einfach mal so wieder hier entlang. Leute, Leute, Leute. Manchmal habt ihr das aber echt drauf, du. Aber gut. Auch hier ist natürlich wieder die Sache, wenn der Kommandant, in dem Fall meine Wenigkeit, keine richtigen Befehle geben kann, dann kommt es natürlich zu solchen Missverständnissen. Schon wieder, ich dachte, die wären weit genug weg. Na komm, hier hoch mit euch. Ihr lauft unauffällig hinterher. Ihr lauft unauffällig hinterher. Jetzt gehen wir bis hierher und hier drüben. Ja gut, der kann den verfolgen, der hält das nicht lange aus. Und alle hier in die Mitte auf diesen großen Platz und ihr lauft direkt durch hier zu diesem Transportschiff. Gut, jetzt heißt es nur noch abwarten. Klar könnte man hier noch ein bisschen was verbessern. Oh, ich sehe gerade 8000 Nahrung haben wir immerhin wieder. Ja, hier und da ein bisschen was verbessern. Schadet bestimmt nicht, falls wir nochmal Einheiten brauchen sollten. Ich hoffe es aber nach wie vor nicht, dass jetzt hier nochmal etwas Großes, Unerwartetes auf uns zukommt, wie zum Beispiel diese riesige Armee, die gerade... Alles klar. Soviel zum Thema nichts Unerwartetes. Hier mal Position beziehen, auch für den Koloss. Haben die mir die schöne Hydra wieder kaputt gemacht? Nee. Hier direkter Angriff, der Koloss hinterher. Ich glaube, es hackt. Fang die hier einfach an, wieder massenhaft Kavallerie hinzustellen. Hier schön die Leute von den Pferden bügeln. Ist mir komplett egal. Die arme Hydra ist so schnell hochgezüchtet und dann liegt sie gleich wieder im Staub. Der Belagerungsturm bricht natürlich auch sehr viel Schaden ab. Aber da kann das noch ab. Ich glaube, die haben sich den ein oder anderen Helden als Ziel ausgesucht, deswegen halten die auch so lange durch. Ah ja, immerhin konnten wir eine gewisse Mindestanzahl an Leuten retten. Den Minotaurus schicken wir ebenfalls noch hoch. Da kommen auch die Leute. Die schauen auch ein bisschen anders aus, sehe ich gerade. Ich glaube, nee, der Blauton ist der gleiche, aber die Statur und die Hautfarbe sind ein bisschen anders. So wie ich das sehe. Hier 20 Mann, die da reinpassen. Rüber mit euch an dieser Stelle und hier direkt ausladen. So, was ist jetzt los? Ja, jetzt will keiner mehr mit uns kämpfen, ich verstehe schon. Sicherheitshalber, nur falls wir jetzt nochmal kämpfen müssen, mehr Soldaten hier zu mir. Von allen bitte ein bisschen etwas. Nee, davon nehmen wir keine, da haben wir schon genug hiervon und hiervon. Ach so, wir sind fertig, alles klar, wunderprächtig. Auf ins Kampagnenmenü. Nummer 32. Ein Platz in meinen Träumen. Der Entscheidungskampf zwischen Akanthos und Gargarensis findet am Tempel des Poseidon in Atlantis statt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das die letzte Mission ist. Das heißt, ich werde an dieser Stelle, ich habe es ja glaube ich gerade eben oder in der letzten Folge, je nachdem wie auch hier der Schnitt liegt, angedroht, angekündigt, wie auch immer, dass ich erstmal eine kleine Pause machen möchte. Und soweit ich weiß, müsste das hier die letzte Mission der Kampagne sein. Das heißt, wie bereits schon gerade versucht, verzweifelt zu umreißen, ich mache erstmal eine kleine Pause und wir sehen oder hören uns besser gesagt wieder.
Siehst, da war die Stimme weg. Wahrscheinlich habe ich es rausgeschnitten in der letzten Mission von dem Spiel namens, wahlweise von dem Let's Play namens Let's Play. Ja, siehst, einmal komplett raus, weil man gequietscht hat wie so ein, röhrender Elch in der Brumpft mit Grippe und schon kriegst du keinen richtigen Ton mehr raus. Egal, ich mache eine Pause jetzt zum 10. Mal und wir sehen uns. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Das gibt es doch nicht. Wir hören uns wieder in der nächsten und letzten wahrscheinlich Aufnahme. In der wahrscheinlich letzten Aufnahme. Ach komm, ich lasse es sein. Bis zum nächsten Mal. Kurz und knapp. Ist ja Wahnsinn. Ach, weißt du was, wenn die Musik hier schon direkt am Anfang auf uns eindröhnt, dann fangen wir doch einfach mal hier an. Willkommen zurück zur leider schon letzten Aufnahme, höchstwahrscheinlich letzten Aufnahme von Let's Play Age of Mythology. Ach komm, ich springe hier erstmal direkt in das Kampagnenmenü wieder rein. Wollte ich eigentlich zuerst machen, aber dann hat mich hier die Musik, wie schon angedeutet, etwas überrumpelt. Mission Nummer 32, ein Platz in meinen Träumen. Der Entscheidungskampf zwischen Arkandos und Galgarensis findet am Tempel des Poseidon in Atlantis statt. Wo denn auch sonst? Da sind wir losgelaufen oder losgesegelt oder wie auch immer. Da kommen wir am Ende natürlich auch wieder an. Was soll ich sagen? Schade, dass es schon die letzte Mission ist. Ich hätte schon gesagt, dass man vielleicht so noch die ein oder andere 20, 30 Missionen mehr hätte haben können. Also jetzt nicht, weil es zu wenig ist vom Gesamtpaket, sondern mehr so im Sinne von, ich möchte mehr davon zum Zocken haben. Aber das, wir lassen erstmal meine unverschämten Forderungen unter den Tisch fallen. Und ich soll mal auf jeden Fall hier mit irgendwelchen Sachen zu spielen. Das hört man wahrscheinlich dann bloß wieder in der Aufnahme, ganz weit weg damit. Gut, auf jeden Fall, ja, eine lange Rede und nur ein ganz kleiner Sinn hinterher. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was wir jetzt in der Mission 32 für eine Startposition haben. Und dann holen wir uns endlich diesen Zyklopen, der mir schon so lange auf die Nerven geht. Ich habe es jetzt einfach mal so direkt formuliert. Komm, wir gucken jetzt einfach mal. Los geht's mit der Mission Nummer 32. Arkantos, ein Zyklop. Er ist in den großen Tempel gegangen. Versteht ihr jetzt, warum Poseidon wollte, dass ich im Trojanischen Krieg kämpfe? Das letzte Tor ist hier. Was? Kronos, Altehrwürdiger, gebt mir meine Belohnung. Nehmt sie mit und geht. Ohne euch gehen wir nirgendwo hin. Tut, was ich gesagt habe, bitte. Bringt sie von hier fort. Bringt die anderen sicher auf die Boote. Ich kümmere mich um Galgarensis. Das sind natürlich wieder sehr wunderschöne und wunderglückliche Startbedingungen. Schreiten Sie zum mythischen Zeitalter voran und errichten Sie ein Weltwunder. Zeus wird Ihnen dann eine Gabe gewähren. Ja, immer schön und immer herrlich und... Moment, ja, meine Farben. Kann und darf ich vielleicht... die gehören mir. Ich sehe es nämlich gerade. Wir haben drei verschiedene Farben auf dieser Karte. Nein, sogar vier. Aber insgesamt drei Farben mit uns oder mit unserer Farbe, die auf unserer Seite stehen. Wir haben hier die Wikinger. Hier unten höchstwahrscheinlich die Ägypter. Genau. Und wir selbst sind auch noch hier. Alles klar. Gut, da verschwende ich gar nicht viel Zeit. Wir müssen erstmal direkt anfangen wieder mit Dorfbewohnern. Dorfbewohner sind am Anfang immer ein ganz guter Schritt. Was haben wir denn sonst noch? Hier liegt überall Nahrung rum. Moment, das ist erkannt. Ich möchte Arkantos nicht schlachten von den Ziegen. Da dauert das noch ein bisschen. Die stellen wir mal ein bisschen abseits. Da sind die Raben, die für uns erkunden. Eine Hydra. Oh, interessant. Gut, hat sich jemand schon mal eine sehr gute Vorauswahl überlegt. Unseren Speer schicken wir hier ebenfalls mal in alle Richtungen davon. Und die Ägypter haben uns auch ebenfalls Einheiten geschickt und geschenkt. Das ist ja wunderschön. Okay, das heißt, alle Einheiten, die wir haben, sind hier. Und jetzt werden wir erstmal überlegen, was möchte ich tun. Ich möchte hier zwei Leute haben, die Nahrung sammeln. Nein, das reicht nicht. Vier Leute. Einer sammelt hier mal Holz und der Rest muss erstmal rekrutiert werden. Hier am Tempel haben wir überlegt, wir könnten eigentlich schon mal investieren.
Aber da möchte ich erstmal noch ein bisschen abwarten. Hier ist der nächste fertig. Ich kann auch hier bestimmt irgendwo ein Lager setzen. Ein Lagerhaus für 50 Goldmünzen. Das machen wir direkt mal hier. Da kann man dann nämlich beides ablagern. Das ist schön in der Mitte. Und jetzt gehen wir hier in diese Richtung erstmal los. Hier wäre noch ein Dorfzentrum. Okay. Hier ist eine gegnerische Schatzkammer. Hier ist noch eine Schatzkammer. Und hier ist noch eine Schatzkammer. Und noch... Wie viele Schatzkammern hat der Junge denn? Moment, Moment, Moment. Wir haben erstmal noch zwei untätige Arbeiter. Darum kümmere ich mich natürlich auch gerne. Du arbeitest hier mal mit. Und du gehst mit aufs Feld. Was wollte ich denn eigentlich noch tun? Hier ist eine Wand. Also eine Felswand. Da geht es schon mal nicht wirklich weiter. Ihr sammelt euch mal alle in dieser Mitte, damit ich euch zur Not schnell hier und da mal hinschicken kann, wenn es denn irgendwo brenzlig werden sollte. Wir werden ja höchstwahrscheinlich nicht direkt flankiert. Den Speer mal nach da unten. So, ich möchte mich nicht von irgendeiner Hektik anstecken lassen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir uns hier jemanden holen. Einen von den Helden, aber die kosten gerade sehr viel Nahrung. Stimmt, Nahrung könnte ich hier noch sammeln, aber irgendwas anderes wollte ich doch noch tun. Ich habe es wieder vergessen. Du sammelst Holz, ihr zwei sammelt mit Gold. Teilweise sammelt ihr zwei auch mit Holz, davon brauchen wir wahrscheinlich erstmal mehr und danach ein paar neue Dorfbewohner. Und hier doch direkt genau 100 Holz dafür und nochmal 150 und das kostet auch wieder sehr viel gleich am Anfang. Das Fleisch, komm, da tun wir gar nicht lang rum, das erforschen wir einfach alles. Ich bin quasi auf alles hier angewiesen. Für Ausbildung weiterer Einheiten, weitere Häuser oder Dorfzentren, natürlich. Das können wir mal hier hinten hinsetzen, da kann man hier auch schön... bequem, sage ich mal, noch dann Holz fällen. Was wollte ich denn eigentlich tun? Genau, ich wollte mir den Schwerpunkt ansehen. Da wollte ich doch gerade schon die ganze Zeit darauf hinweisen. Schwerpunkt Weltwunder. Ja gut, es hieß ja auch vom Spieler, vom Missionsziel, wir sollen uns ein Weltwunder bauen. Eieiei, ein bisschen geschmeidiger muss ich mich da heranwagen, ein bisschen langsamer machen. Ich möchte schon wieder eigentlich komplett nach vorne laufen, aber wir wissen, das geht gut und gerne mal nach hinten los. Langsam, Dicker, langsam und ruhig. Ja, ist okay, ich versuch's. Ein bisschen entspannter alles. Okay, wir haben keine Hektik, auch wenn da gleich eine riesige Armee wahrscheinlich auf uns zukommt, aber wir sind ja ganz entspannt, wir machen das. Gut, genug mit mir selber geredet, wo bin ich stehen geblieben? Ich möchte das hier mal fix überfliegen. Das wissen wir alle schon aus der Aufgabenstellung. Das war jetzt fast ein bisschen zu langsam. Ja, Gewinnbedingungen gut. Auf jeden Fall, ich schätze mal, dass das Weltwunder oder das Bauen von Weltwunder nicht alleine ausreicht, um diese Mission zu gewinnen, auch wenn man dadurch ja Partien gewinnen kann, durchaus. Aber ich denke nicht, dass das, wie soll ich sagen, dann schon das Ende ist. Da werden wir dann wahrscheinlich mit einer gewissen Gabe hochgehen können und gar Grenzen sehr nicht platt machen. Ja gut, klar, lehnte Poseidon-Statue 20.000 und 300 im Angriff. Natürlich. Und Gargarenze steht da unten hinter dieser Steinwand, hinter diesen Steinstacheln. Ach, dieser Typ. Und eine Festung. Hier ist wieder, hier ist wieder der Zyklopenheld. Hier ist wieder seine Atalante. Und da sind noch seine Dorfbewohner, seine Elite-Peltasten. Der hat ja nur exquisite Einheiten. Und ein zerstörtes Tempelgelände. Und hier oben ein eigenes Weltwunder. Okay. Der hat quasi alles das, was ich haben möchte, was in diesem Zusammenhang ziemlich... falsch klingt, aber okay, 670 Nahrung, da geben wir mal ein bisschen was davon aus. Du baust hier mal bitte gleich weiter. Obwohl, ich sollte aufgrund von irgendwelchen Erdbeben-ähnlichen Sachen, die mir der andere wahrscheinlich wieder anhängen will, nicht direkt nebeneinander bauen. Das sollte man vielleicht vermeiden. Das heißt, das nächste baust du mir mal hier und dann baust du mir mal noch eins hier. Rundum ein bisschen das Ganze verteilen. Dann können wir hier mal noch auf den Weg einsetzen. Oh, da werden unsere Freunde angegriffen. Wir helfen natürlich sofort direkt hier hin und mit attackieren. Wobei die Jungs, die sind ja gut gegen Kavallerieeinheiten, aber wir wollen natürlich hier unser Bestes geben. Schweres Hippikon. Die sind gut für unsere große Menge an Einheiten, sind die erstmal noch kein Problem. Haben die da drüben das irgendwie rumreißen können? Ja, ich denke schon. Da ist nochmal ein Einzelner, aber der kommt da nicht weiter. Schießen und schlagen wir gut durch. Und dann nehmen wir direkt noch ein paar Ziegen ein. Das ist schön, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Na, kann das mal schnell hierher. Die zweite Ziege noch, dankeschön. Gleich mal ein bisschen unser Futter in Deckung bringen. Da bringen auch die Leute fleißig das Essen herbei. Was wollte ich denn noch tun? Was brauche ich hier wieder? Den Marktplatz für das mythische Zeitalter. Okay, der Marktplatz ist hier. 300 Holz, den stellen wir mal hier hin. Da können wir dann nämlich immer zu den... Ach, schau, jetzt werden wir hier angegriffen. Einmal bitte die Alarmglocke so schnell wie möglich. Und meine Einheiten bitte wieder nach hier drüben. Oh, ich habe das Gefühl, der wird das hier nicht lange durchhalten. Natürlich direkt wieder mit einer generischen Heldin. Komme ich da irgendwie durch? Die armen Dorfbewohner. Egal, die schicke ich dann wieder los. Das haben die gesammelt, die Nahrung, natürlich.
Oh nein, die arme Dame retten wir mal, weil die kann ich nämlich nicht nochmal ausbilden. Oh, die schlagen auch böse zu. Hier gehen wir direkt rein in den Angriff. Und hier hole ich mir dann trotzdem mal noch zwei Helden. Den bremsen wir mal aus. Noch mehr Einheiten für uns. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können an dieser Stelle. Jetzt gibt es endlich Schaden von Arcanthus. Ich habe gedacht, wie lange dauert das denn? Und rein da. Der Frostriese schlägt zu. Der Zyklop ist weg. Oh, ich liebe die Riesen. Wunderbar. Vor allem, wenn die auf unserer Seite sind, reißt hier mal die Schützen ein. Da friert er die ein. Oh, ist das ein Gedicht. Krieg ich von den Ägyptern dann auch nochmal Unterstützung? Da schlägt der riesige Held, dieser Muskelberg, auf die Schützen da ein. Sie zeigt sich immer noch sichtlich unbeeindruckt. Da kommt der zweite Held noch hinzu. Den Alarm können wir wieder abblasen, abbrechen, wie auch immer. Ihr zwei baut mir hier bitte wieder sofort. Wo ist es denn? Sofort einen Turm hin. Obwohl, Moment. Moment. Erstmal hier sammeln. Ich glaube, wir haben unsere Einheit trotzdem verloren. Und die Ziege da hinten habe ich schon gesehen. Ich komme bloß gar nicht hin. Dankeschön. Unsere Heileinheit haben wir trotzdem verloren. Die kam doch von da oben. Das heißt, wir setzen da oben einfach mal richtig dreist eine Festung hin. Dankeschön für die Einheiten. Einfach mal hier oben eine Festung hinsetzen, die uns das Ganze ein bisschen abhält. Ein bisschen hier noch nach, ein bisschen spähen sollen die mal für uns, dass wir hier in Ruhe bauen können. Das setzen wir da direkt hin. Schön zusammenbauen. Da oben kommen nämlich schon wieder die Nächsten. Die kommen da aber zurecht. Genau, da ist ja schon eine Festung von unseren Jungs. Das geht halbwegs schnell. Der hilft hier auch gleich mit. Sehr gut. Also wir haben noch die Möglichkeit, Leute zu heilen. Das möchte ich aber erstmal noch nicht einsetzen. Gold und Holz. Da fehlt es jeweils sehr, sehr viel. Oder in sehr, sehr vielen Sachen. Das heißt, ich brauche noch eine Goldsammler. Ich bräuchte auch hier mal, stimmt, die Möglichkeit, etwas mehr oder etwas besser Sachen zu sammeln. Der Marktplatz. Wieso baut keiner den Marktplatz? Damit seid ihr mir gerade keine große Hilfe. Hier müssten die Leute auch noch etwas mehr beten gehen. Das kommt aber auch noch. Hier mal mitbauen. Da unten mit sammeln. Noch ein paar Dorfbewohner. Ja, so langsam. Was machen die jetzt? Der läuft jetzt hier durch, will mich aber nicht angreifen, oder? Gut, ich meine, das Dorfzentrum kann schießen. Es kann schießen, aber es schießt daneben. Das finde ich schade. Tötet er jetzt die Ziegen? Was ist denn mit dem Jungen los? Ja gut, dann nehme ich halt so die Ziegen. Als ob der uns gerade wirklich... Als hat er uns gerade den... Der gibt uns den Sohn des Osiris einfach so als Unterstützungseinheit. Der Typ, der ist... Ja, ich glaube, ich habe einen neuen besten Freund gefunden. Was ist das denn? Also das begrüße ich natürlich durch und durch, komplett und ganz gerne. Und heilen kann der ja auch, das wird ja immer besser. Stimmt, der kann heilen, sofort alle hier zusammen, um den Typen da versammeln. Also, das ist ja ein Gedicht sondergleichen. Ich bin fasziniert. Durchaus. Moment, hier spare ich mir erstmal das Ganze. Wir brauchen mehr Holz und mehr Gold und natürlich auch mehr Nahrung. Vier Heiler haben die und ein paar Axtkämpfer, die nicht sehr stark aussehen. Hier dauert es natürlich noch, bis sie soweit sind. Erhöht die Lebenspunkte von Gebäuden, da würde ich gerne investieren. Kostet natürlich leider auch sehr viel. Egal, machen wir trotzdem ein paar Dorfbewohner noch hinterher. Und die brauchen natürlich auch wieder Nahrung. Ach komm, wir sammeln hier einfach mal mit an den Büschen. 100 Einheiten sind ja insgesamt dran, aber man sieht schon, wie schnell die sammeln. Da geht das echt ziemlich fix. Hier hinten die Festung, wie gesagt, soll erstmal bloß zur Verteidigung sein. Und wo ist denn mein Speer? Genau, mein Speer ist da unten. Den wollte ich vorhin schon noch weiter schicken. Schau mal hier herum. Achso, hier ist wahrscheinlich dann bloß Gebirge. Beziehungsweise, dass man hier nicht weiterkommt. Das heißt, die Ägypter liegen hier eigentlich in einem ziemlich sicheren Talkessel, wenn ich das richtig sehe. Die Nordmänner können von einer Seite angegriffen werden, wie wir auch von einer Seite. Das heißt, die Ägypter sind eigentlich erstmal so weit aus dem Schneider. Nein. Jungs, ich will euch nicht eure Ziegen klauen. Ach, obwohl auf der anderen Seite, wenn ihr sie nicht braucht, also ich bedanke mich recht herzlich und tschüss. Und hier muss ich natürlich, wie hätte ich das denn noch vergessen können, ich muss hier gleich mit sammeln, weil das Fleisch, was wir nicht sammeln, verwest ja mit der Zeit. Und dann haben wir hier ein kleines Problem, wenn wir da nicht das volle Potenzial rausbekommen. 341 Holz haben wir, das ist immer noch nicht so viel, wie ich gern hätte. Holz schneller sammeln und dann hier für 150 Nahrung Gold schneller sammeln. Ah, so langsam, also wir haben einen angenehmen Start. Ich muss zwar am Anfang ein bisschen rudern, wie der mich das erste Mal auch direkt attackiert hat, aber wir haben einen halbwegs angenehmen Start. Kann ich denn jetzt schon sehen, was mich ein Weltwunder kosten wird? Nein, das ist noch nicht freigeschalten. Okay, aber es wird wahrscheinlich dann auch bald kommen und damit stehen. Hier dann kann ich wieder meine Sachen ausbilden. Oh, da oben geht's auch wieder los. Brauchen die Hilfe? Ja, ich denke schon. Mal ein paar Schützen. Was ist das? Was muss ich das sehen? Wie die einfach den Brunnen einnehmen und dann denken, dass sie da geheilt werden könnten.
Lass das hier mal schön sein. Oh, die haben auch so einen komischen Löwen dabei. Ist schön langsam. Oh, ja, ja, ja. Die Jungs hier drüben stellen sich aber nicht gut an. Also, die haben auch irgendwie nicht so viele Leute, oder? Bilde ich mir das ein? Also, nicht so viele Leute, die hier wirklich sammeln und arbeiten. Der Sohn ist Osiris ohne Wenn und Aber. Haut der da die Blitze durch?